Ich hoffe, das sieht man nicht im Video. Ja, das Leben. Und Zucker, Leute, wird man... White Body. White Body. Morgen. Das muss ich E-Mail abschicken. Hallo. Warte, ich muss mal machen. Island. Ich gucke mir Island an. Ich habe paar Bilder gesehen und ich finde die cool. Vielleicht sollten wir mal da ein bisschen hinreisen. Cool. Ja? Ja. Sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Ja, sollen wir was machen oder sollen wir bei dem schönen Wetter? Gestern hat es geregnet, heute Morgen war Minusgrad und... gestern hat es geregnet. Die Nase ruft mich an. Ein Kunde hat bei uns in eine Story oder ein Video, ich weiß nicht, wie das war, ich glaube eine Story. Wir sehen unsere schönen Lampen, die wir hier haben. Schau mal. Ja, das ist die Werkstatt und da hat er gefragt, woher wir die Lampen haben. Deswegen habe ich ein Foto gemacht, damit er sich das auch bestellen kann. Hier haben wir die auch überall. Ne? Hier, guck mal. Ciao. Überall. So sieht's aus. Das wollte ich auch nochmal zwischendurch sagen. Da habe ich einen Karton von der Firma Fendt. Das ist ein Caravan-Hersteller, ne? Also so ein Campingwagen. Und hier versteckt sich was, weil da machen wir zusammen mit denen ein geheimes Projekt. Was genau da gemacht wird, machen wir in einem extra Video. Wir werden da auch dahin fahren und uns das Werk angucken bei der Firma Fendt. Und was hier passiert, ist noch ein Geheimnis, aber seid gespannt. Ne? Vielleicht werden wir auch Luxuswohnwagen ausstatten. Das geht auch. Ne? Seid gespannt. Wir machen auch was für die Motorräder. Ich habe mir vorgenommen, wir haben eine sehr große Anfrage auch wegen Motorräder, Roller, alles Mögliche. Das ist die Kawasaki Versys 650 und wir werden die Koffer aus Carbon bauen. Auch die, ja, das werden wir auch machen. Also Motorräder werden wir auch jetzt im Sommer machen. Das ist das erste Gerät, was wir umbauen werden. So. Ah! Ja, was ja. Guck mal. Die Fußmatten sind noch eingepackt, damit keiner sich da mit seinen Füßen hinsetzt. Ich finde die Karosse so geil, ne? Ehrlich jetzt. Hallo? Nochmal. Sehr schön. Vorsicht, sonst fällst du gleich rückwärts. Ne, was haben wir hier? Was haben wir noch hier? Sollen wir ein bisschen Laden zeigen? Okay. Das ist der Verkaufsraum bei uns. Kannst du vielleicht ein bisschen zeigen. Und zwar, jetzt haben wir Mittagspause, deswegen ist niemand hier. Ich habe schon gegessen. Ich hoffe, das sieht man nicht im Video. So ein bisschen Winterspeck. Dafür ist mir warm. Ne? Das haben wir schön von der Firma H&R bekommen. Ne? Tieferlegungsfedern für unseren Smart. Kann ich mal hochheben? Was? Mal hochheben? Bist du verrückt? Oh, echt jetzt? Ja. Boah, shit. Oh, das ist ja schwer. Ich glaube 60 Kilo wiegt das. Boah, das ist aber echt schwer. So, auf jeden Fall, was haben wir noch hier? Wir haben ein paar Klamotten hier. Ein paar Kippis. Von Capristo haben wir hier eine Heckklappe zum Beispiel für Lamborghini Urus. Urus? Das ist so, wir haben jetzt viel Urus umgebaut mit dem Robert Geist, deswegen bin ich ein bisschen Urus geschädigt. Ne? Aber ich habe nur Urus bekommen. Das ist für Lamborghini Huracan. Oder Huracan nicht. Nein, das ist für Lamborghini Huracan. Schaut mal. Also das ist eine Politur. Ne? Schau mal, das ist von der Firma Capristo. Kann man lesen? Ich wollte umgekehrt. Ja, ist nicht schlimm. Jeder weiß, was bei Capristo ist. Mhm. Ne? Und auf jeden Fall, die ist von der Seite die ist im Vollcarbon, aber von der Seite lackiert und von der anderen Seite nicht. Check. Also, wir haben auch Capristo, wir
wir haben Akrapovic, mal hier. Wir haben von Akrapovic Sachen. Wir haben von Schmidt Felgen, von Borbet und so weiter und so weiter. Also wir bieten wirklich auch nicht nur unsere Sachen an, sondern auch wirklich viele, viele andere Hersteller auch. Ne? Hier zum Beispiel. Die sind natürlich sehr leicht von Haunier. Hier. Das ist ein Carbon-Spoiler, den wir selber gemacht haben. Es ist sehr schwierig, die Carbon-Matten so zu legen, dass die wirklich quasi perfekt. Guck mal hier ein bisschen näher. Dass man die Struktur, ja, das ist quasi wie so ein Tannenbaum. Siehst du das? Mhm. Der ist fast perfekt. Ja, zu 99%. Ja. Aber es ist sehr, 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 sehr schwierig, das zu verlegen. Ja. Warum macht man das quasi in Teilen, nicht in einem Stück, Olli? Wie meinst du das jetzt? Weißt du das? Ja, hier. Warum bauen wir das nicht in einem Stück, sondern wir teilen das in der Mitte? Das weiß ich noch nicht. Das weiß er nicht. Ich weiß es aber. Und zwar, wenn wir das in einem Stück machen, was halb rund ist, kann sein, dass die Matten sich verziehen. Ja? Wenn man so kleine Stückchen rausschneidet oder ein großes, das ist auch ein Unterschied. Und das ist kostengünstiger und sieht auch, finde ich, schöner aus. Oder? Oder findest du das lieber, wenn das ein? Nee, ich finde auch so, das sieht cool aus. Ja? Das ist bestimmt Geschmackssache, aber. Mhm. Du hast einen Aufkleber, den tun wir erstmal drunter kleben. Ja? Danach, also nach der Fertigung, kleben wir den drauf und machen wir Kleider drauf. Und deswegen ist der drunter. Ne? Das war's. Hier aus dem Verkauf. Kommt ihr mit? Das sind so Seitenschalter, die wir gemacht haben, aus Carbon. Jo. Der hat ein Leben. Ja. Ja. Ja, ja. Schau mal. Eine ganz, ganz, ganz tolle Felge von der Firma Keskin. 22 Zoll. Finde ich richtig cool. Das haben wir auch. Von Borbet haben wir schöne Felgen. Hier zum Beispiel. Von Borbet. Sehr schöne Felge. Gibt es sogar in 23 Zoll. Ne? Haben wir hier, wenn wir das auf dem Audi Q7 verbauen. Von der Firma Motec haben wir auch Felgen. Artform Motec ist im Prinzip eine Firma und zwei Marken. Jo, 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 jo. Was haben wir noch hier? Keskin da. Genau. Eine Firma mit zwei Namen. Von Motec außen wieder 22 Zoll Felge. Die finde ich sehr schön. Ja? Die passen wirklich fast auf jedes Auto. Optisch. Ja? Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ja, das ist so ein bisschen schon crazy. Ne? Die Felgen sollten auf mein Baby drauf. Was findet ihr schöner, Matte? Natürlich zeigen wir das jetzt. Guck mal, geschmiedet, weißt du? Eine Hand, hier, okay. So, das ist die hintere, glaube ich. Glaube ich. So. Was findest du besser? Die schwarzen oder die goldenen, die glaubst du? Optisch. Also ich finde die goldenen irgendwie cooler. Prollo. Prollo, so richtig so Russian Style. Der Olli hat russische Vorfahren. Deswegen. Nicht schön? Doch, auch schön, aber irgendwie. Doch nicht schön. Ich sage nichts dazu. Ich sage nichts dazu. Guck mal. Die mag das. Nein. Schön. Olli, dann machen wir. Mein Kaffee ist fertig. Da kann man sich auch schön hinsetzen in der Ecke. Manchmal, wenn wir so Kaffee trinken oder sowas, wenn ich Besuch bekomme, dann kann man sich schön hinsetzen, aus dem Fenster gucken, wenn die Autos vorbeifahren und so weiter. Finde ich schön. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Macht der JP auch. Ja, der sitzt in seinem Büro und hat die ganze Straße in seinem Fenster. Von Zucker, Leute, wird man Whitebody. Whitebody. Von Zucker wird man Whitebody. So ist das. Ne? Heute ist ein traumhaftes Wetter. Ich bin absolut Sonnenscheinkind. Ich liebe die Sonne. Aber ich habe Höhenangst. Habe ich ja schon erzählt? Ich glaube ja, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube ja.
Na, guck mal hier, was für eine schöne Aussicht hier. Alles unverbaut. Alles unverbaut, guck mal. Ja, unser Grundstück geht bis nach Bagdad. Wirklich, das ist sehr, sehr, sehr groß hier. Und ich muss auch mit der Stadt Kamlin was abklären, ob wir da hinten was richtig krasses bauen. Ja, ja, jetzt für den Sommer so eine Feuerstelle, ja, wo wir, wenn wir so Saisoneröffnung machen oder was auch immer, wie auch immer, können wir vielleicht sowas abends machen, weißt du? Vielleicht so ein Treffen im Sommer abends, stelle ich mir vor. So einen fetten Beamer. Film gucken, wie geil wäre das denn? Lagerfeuer, Grillbude. Jetzt muss man sowas machen. Ja. Was haltet ihr davon, wenn wir sowas machen? Plan, bei uns auf dem Grundstück, also quasi hinter den Garagen, da haben wir noch ganz viel Fläche verfügbar. Wenn wir da eine Grillstelle bauen oder Feuerstelle, ja, so schön, so groß, vielleicht mit so zwei Stufen da unten. Was haltet ihr davon? Und dann machen wir so ein Treffen, besorgen wir so einen riesen LKW mit dem riesen Leihwand, wie auf dem Messer, und dann gucken wir Fernsehen. Ich lade jeden ein. Muss ich aber mit der Stadt Kamlinwort hier abklären, weil wir dieses Jahr hier Landesgartenschau haben. Und da kommen ganz, ganz, ganz viele Leute und gucken sich unseren Garten an. Hab ich schon fast vergessen. Hier die eine Seite. Kennt ihr den? Geht ihr denn? Also lieber JP, der Belzec mit seinem Porsche hat fast eine ganze Seite bei der Rheinische Post. Zeig mal dein. Ich wollte so ein bisschen unsere Halle zeigen, so ein bisschen. Und ja, ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, sagt eure Freundin, dass da in Kamlin vor so ein richtig cooler Junge ist. Das bin ich. Mhm. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart. Und ja, schaltet wieder ein, wenn ich online bin.